Hallo da draußen, der Tobi, der Timo, der Eddie und ich, wir sind nach der letzten Aufzeichnung noch mal ein bisschen länger sitzen geblieben und Loki, ja, wird schon ungeduldig, deswegen, wir wollen ein paar Trailer schauen und bevor der Hund uns hier noch auf den Teppich pinkelt, fangen wir auch direkt an. Oh, Nosferatu. Das ist der neue von Robert Eggers. Ja. Höre mein Rufen. Soll sehr klassisch sein. Habe ich Bock drauf. Komm zu mir. Professor. Meine Träume werden dunkler. Kommt das Böse aus unserem Innern? Oder aus dem Jenseits? Natürlich Willem Dafoe. Wer sonst? Ich wollte gerade sagen, es schreit ja nach Willem Dafoe. Aber ja, schon ein sehr. Ach, und er macht jetzt mittlerweile in jedem Vampirfilm mit. Ja. Das passt ja nach Renfield. Ja, cool. Oh, das ist doch hier. Kick. Kickers. Aaron Taylor Johnson, oder? Aaron Taylor Johnson. Ja. Wer wird zu uns kommen? Wer wird zu Ihnen kommen, mein Kind? Oh, nee, Kickers. Kickers, ja. Nein! Okay, wenn man jetzt allzu sehr auf eine Neuauflage des alten Films gewartet hat, dann scheint es nicht so, ne? Wir begegnen hier nun dem Vampir. Jetzt hätte eigentlich schon auch zu Ende sein können, der Trailer. Oder das reicht, Vampir. Reicht. Nosferatu. Schnitt. Ah, okay. Gut, alles klar. Ja. Ach ja, doch. Ich hab Bock draus. Ich habe Bahnhof verstanden, nur müsst ihr mir mal ein bisschen erklären, was dahinter jetzt steckt. Naja, Nosferatu war halt hier der hierzulande der Versuch, Dracula zu machen, ohne die Rechte an Dracula zu haben. Und es ist im Prinzip die gleiche Geschichte. Also ein untoter Fürst wird halt überliefert oder rübergebracht quasi per Schiff, um halt an einem anderen Ort für sein Unwesen zu treiben. Wir haben Dracula zu Hause. Ah, okay. Aber war halt ein legendärer Film unserer Hochzeit des deutschen, also der Hochzeit des deutschen Kinos, als der Expressionismus und so weiter, als wir damit wirklich noch Kasse gemacht haben und weltweit exportiert haben. So. Dass wir Robert Eggers jetzt remaken. Das Original ist aus den 20ern. Ja, 20er, ja. 1926 oder irgendwie sowas, ne? Ja, genau. Murnau, ne? Murnau, ja. Aber Robert Eggers ist doch bekannt dafür, dass so historisch sehr akkurat zu arbeiten. Also wenn er so Sachen auseinandernimmt, dass er das dann so quasi so inszeniert, wie das damals gewesen. Ich könnte mir vorstellen, dass er jetzt einiges an deutscher Folklore damit einfließen lässt. Es gibt dieses ganz berühmte Bild von dem Schatten von Nosferatu mit den Clown. Genau. Das kennst du. Das hast du 100% schon mal gesehen, das Bild. Ja, also das war ja ein Stummfilm. Ich weiß nicht, ob das jetzt ansatzweise so wird wie die Geschichte des klassischen Nosferatu. Robert Eggers, der Leuchtturm, was hat er noch gemacht? The Witch. Northman, was ja Hamlet quasi ist, wie es halt in der Hamlet-Zeit damals gelesen wurde. Genau, ja. Und das ist jetzt dann wahrscheinlich, wie ihr gesagt habt, Nosferatu, wie das vor einem 100 Jahren. Das Bild schon mal gesehen? Design, oder? Ja, doch, klar, ja. Ja. Okay. Gut. Aber ja, ich bin gespannt. Also, bisher waren, wie gesagt, manche Filme fand ich nicht so stark, andere fand ich wieder richtig gut. Leuchtturm hat mir zum Beispiel richtig gut gefallen. Den hab ich gleich gesehen. Aber ja, ich lass mich drauf ein. Okay, komm, weiter. Next one. Nicht viel Zeit. Hey, Dad. I couldn't meet Margaret. Okay. Hey, Robert Zemeckis. Nice ja. Tom Hanks? Ja, dieser Film steht wohl, die Kamera steht immer an der gleichen Stelle. Okay. Und wir sehen jetzt über die gesamte Menschheitsgeschichte wohl einfach, was da passiert, was da vorbeiläuft. Ach, das ist natürlich spannend bei Zemeckis, ne? Der macht ja dann nur noch. Das ist ja so ein bisschen eigentlich wie bei die Zeitmaschine, das Schaufenster. Ne? Genau, genau, ja, genau, genau, genau. Also es ist immer dieselbe Einstellung. Und alle Menschen, die dann da gelebt haben. Haben die den verjüngt? Ja, ja. Ja, das ist Robin G.I. verjüngt. Right, ne? Ja, ja, gut, da steht's. Aber dann scheint er sich ja da dann aber ein bisschen aufzuhalten in der Zeit, ne? Ja. An wen erinnert er mich? Topher Grace? Das ganze Ding an die 70s Show, ja, das stimmt. I could spend the rest of my life here.
Aber wenn das der. War das der Körper von Tom Hanks? Das stelle ich mir halt ungeheuer schwierig vor, weil der Mann ist ja jetzt auch schon einige Jahre alt. This was our home. Also, krass. We lived here. Das zeigt doch schon wieder viel zu viel. Also, dass die jetzt dann nochmal als Alte da reinkommen, weiß ich nicht, ob das jetzt nötig war. Das könnte schon die letzte Szene des Films sein. Ja, okay, ja. Aber Screenplay Eric Ross ist natürlich auch. Ja, das wäre natürlich geil, wenn das noch weiterging dann in die Zukunft und Aliens und kommen dann und alles. Vielleicht, das, vielleicht. Ich meine. Und das ist halt nur irgendwie nach einem Drittel des Films geht dann nochmal zum Hex rein. Wir haben hier gelebt. Natürlich saugeil, wenn du dann irgendwann mal irgendwie so ein DeLorean vorbeifliegen siehst oder so. Also ich sag mal so, nur so draußen vom Fenster, Mac weißt du? Nicht und kann man nicht ausschließen, dass da noch was ist, aber es sah für mich schon sehr aus, als ob dann das Ende mit Tom Hanks auch das Ende des Films ist. Ah, hoffen wir es nicht. Das wäre ja ein bisschen schade. Komm, nächste, oder? Schauen wir mal. Hi, good afternoon, ma'am. Are you interested in learning about our savior, Jesus Christ? Hi, good afternoon. Hi, are you? My name is Sister Barnes, and oh my gosh. Okay. Ach, das ist der. Ja. Heretic. Pass auf, wer jetzt kommt. Ach, das sind die Macher von The Quiet Place, ne? Come on in. Oh, will ich den sehen, den Trailer? My wife is home. Does that count? Bei Horrorfilmen ist immer schlecht, einen Trailer zu gucken, meiner Meinung nach. Aber wissen wir schon, das ist ein Horrorfilm? Er steht da oben. Stimmt. Horror. Ich dachte, das ist A24. Nee, aber A24 steht ja nicht für Horror. Nein, also nur für Horror, oder? Ich nur, ne? Schon. Aber Hugh Grant als... Ja, bin auch, ich bin interessiert. Aber, ja. Don't breathe mit Hugh Grant. We just need to go Saw home. Mit Hugh Grant. I won't leave if you wish to leave. But I want you to choose which door to go through based on your faith. What does this have to do with us leaving? Everything. Jetzt könnte eigentlich schon zu Ende sein, oder? Mhm. Ja, ich sag ja, Horrorfilme, Trailer. Die haben eh schon, heute ist es so schwer, einen zu überraschen, wenn du dann noch die Money-Shots in den Trailer packst. Ja gut, das scheint ja bislang erstmal nur der Anfang des Films zu sein, ne? Trotzdem. Ich denke, ja. Ist doch geil, wenn du nichts weißt. Ja, eigentlich schon. So, jetzt Ende. Ende. Ah, das ist die Erklärung für das Airbnb aus Barbarian. Das ist ein Prequel oder was? Nein. Ach so. Aber der Shot war geil. Ja, der Shot war geil. Ich frage mich nur, ich hoffe, Hugh Grant kann das. Der muss doch nur nett sein. Ja, glaubst du, dass er nur nett sein muss? Naja, die Frage ist ja, die Frage ist ja, jemand wie Hugh Grant ist nett wie Hugh Grant zu dir. Und ich finde, Hugh Grant hat ja schon immer so eine leichte Ironie drin, eine leichte Suffisanz. Ich würde sogar sagen, ein bisschen mehr als leicht. Siehst du? Okay, ja. Und dann hängt es doch noch von den Leuten ab, die auf Hugh Grant reagieren, ob man das creepy findet oder eben vielleicht auch einfach nett und charmant und lustig. Ich fand das schon sehr überzeugend, gerade in dem Trailer. Siehst du? Ja, es hat also, das wäre der einzige. Ich mag solche Filme nicht, aber ich hätte da Bock drauf, Hugh Grant in der Rolle zu sehen. Ja, ich auf jeden Fall auch. Nein, nach A24 war er sowieso auto-hot. Du nicht, oder was? Doch, ich war voll Bock auf den Film. Du siehst so eine. Ich guck immer so, aber. nee, das ist das Image. Ja, nee, ich hab Bock drauf. Ich bin ja froh für jeden Horrorfilm, der irgendwie mal ein bisschen was Freshes bringt. Ich mag nur keine Trailer sehen von Horrorfilmen, weil, wie gesagt, die meisten Horrorfilme haben schon schwer, mich zu überraschen. Und wenn ich dann schon so viel sehe vorher. Ja. Vielleicht kann der dich noch überraschen hier. Haben wir noch was? Macht euch bereit! Nicht mehr von Paul King. Nee. Oh. Bin gespannt, was Herr Wilson da auf die Beine. Das ist halt absolut unrealistisch, ne? Der Bär, ja, ne? Danke für Ihr Vertrauen in mich. Bitte beachten Sie, dass Kopfbedeckungen nicht gestattet sind. Oh. Platzieren Sie Ihr Gesicht nun innerhalb des roten Kreises. Roter Kreis.
Gut. Fotoaufnahmen in 3, 2, 1. Nein, halt! Die Stimme kennt man doch auch. Hier ist der Barrick. Liebe Tante Lucy, ich habe wichtige Neuigkeiten. Wir kommen dich besuchen. Die Browns kommen nach Peru. Okay, er scheint sich so. Ja. Da kommt er! Was ist das? Olivia Colman? Das war Olivia Colman, oder? Oh, was für ein schöner. Kahn. Hola! Gut gebaut, stark, schön. Oha, Antonio Banderas auf dem Schiff. Ich weiß ja nicht. Ist das Antonio Banderas? Ja. Antonio Banderas oder nicht? Oh ja. Ich dachte, es wäre hier der Bucho aus Desperado. Im Moment. Joaquin de Almeida, meinst du? Ja. Stimmt, die sind sich im Alter jetzt sehr ähnlich. Ja, okay, ist Oliver Pullman. Wir haben keine Ahnung, wo sie ist. Tante Lucy hat mich gefunden, als ich ein Kind war. Und jetzt muss ich sie finden. Aber der Amazonas ist ganz schön. Amazonas-mäßig, ja. Groß. Groß. Wir müssen es versuchen. Und ich habe Zuversicht, dass ihr überlebt. Okay, sie ist gut. Das wird toll! Dann kann ich euch meine Heimat zeigen. Wir wollten ja einen unvergesslichen Urlaub. Wir kriegen quasi ein bisschen Sound of Music. Jumanji. Wir kriegen Jumanji, wir kriegen Indie, Fitzcarraldo. Jungle Cruise. Ich weiß nicht, ob ich da so mega viel Bock drauf habe, muss ich gestehen. Aha. Gut. Also ich liebe Paddington, aber das ist doch irgendwie ja, es ist, zu weit weg, sich, sehr es, weit weg an von dem. Genau, es fühlt sich echt ein bisschen weit weg von dem an, was die bisherigen Filme waren. Und es tut mir leid, ne? Ich glaube, ich gehe, also ich werde mir den anschauen und ich hoffe, der wird mich auch genauso abholen oder zumindest halbwegs so abholen wie die ersten beiden Filme. Aber das wirkte mich für mich jetzt wie so ein Film, der früher so ein Direct-to-Videotheken-Sequel war, oder? Also mich reicht's ehrlich gesagt überhaupt nicht. Ich würde gerne direkt den nächsten Trailer gucken. Ich habe gar keinen Bock darüber zu reden, weil das so uninteressant ist. Okay, dann gucken wir den nächsten. Ich werde mir auf jeden Fall reinziehen. Ah, Wolves. Ja. Oh ja, da hab ich Bock. Das ist der Brad Pitt-George Clooney-Film. Ja. Da hab ich Bock drauf. Den hatten wir bislang noch nicht zeigen können. Gesagt, wenn ich Hilfe brauche, soll ich sie anrufen. Es gäbe nur einen Mann, der kann, was sie können. Der wird gut. Aber ist das jetzt exklusiv Streaming oder ist das ein Film, der im Kino steht? Kino, steht ja. Kino, okay. Niemand kann, was ich kann. Bin so blöd, wo komme ich eigentlich hin? Guckst du auf ich war, Clooney? Ja, ich war eben fasziniert von George Clooney. Ja, ja. Sagen, das kann man verstehen. Ach, hier von John Watts, Sie? Also Spider-Man. Ich kümmere mich um Ihr Problem. Okay. Wer hat Sie und Kopfkar, ne? Stimmt. Wichser. Wir haben hier offensichtlich... Ah, okay, daher meine Streaming-Annahme, weil es ein Apple-Film ist. Okay. Gekommen, dass Sie beide zusammenarbeiten müssen. Nein, ich arbeite so nicht. Ich arbeite so nicht. Scheiße. Oh, Scheiße. Das ist jetzt eine völlig neue Lage. Das wird eine lange Nacht. Wo hast du die Drogen her? Ich weiß nicht, was Sie meinen. Wo hast du die Drogen her? Rede. Es ist eine Technik, die dir vielleicht nicht geläufig ist. Wie immer wieder dasselbe sagen? Ich hab dir meinen Gepäckwagen-Trick gezeigt. Gib's zu. Er ist cool. Na gut, ja, er ist cool. Wo hast du die Drogen her? Okay. Er hat ihn auch selber geschrieben. Okay. Wie lange arbeitet ihr schon zusammen? Ihr habt fast die gleichen Klamotten an, redet ähnlich. Also. Ja. Ihr seid praktisch eine Person. Ah, jetzt reicht es aber eigentlich schon, oder? Ne? Wir sind keine Partner. Es gibt Leute, die, wenn sie vermuten würden. Oh, hier. Was er weiß. Und ich weiß, was wie heißt er weiß. Oh, ich weiß nicht, wie er heißt, aber ich kenne ihn aus 2012. Also der. Ja, aber der ist aus Pusher. Franke. Franke. Ah, genau. Wie heißt der? Darius? Ja. Ist auch vergessen. Ach, ey, das ist viel zu viel. Also wirklich, ist viel zu viel. Viel zu lang. Ist das mit diesem Wolves? Ist das eine Anspielung auf Pulp Fiction? Naja, es scheint cleaner zu sein, ne? Ja, aber das ist ja auch Wolf in genau. Pulp Fiction. Zlatko Buric. Zlatko Buric. Hm. Aber ja, auf den habe ich Bock. Ja, absolut. Mit viel von dem Superstar.
Aber ich mag das. Also ich finde gerade die Ocean's 11-Filme leben oder beziehungsweise profitieren immer sehr stark gerade von diesem Zusammenspiel von Clooney und Pitt. Von wegen, okay, wir haben jetzt so und so viel, du brauchst noch einen. Er sagt nichts. Du brauchst noch einen. Du kriegst noch einen. Ja, obwohl er halt nichts sagt. So, weißt du, diese kleinen Momente. Und ich hoffe davon. Das ist so für mich klassisches Kino-Ding irgendwie. Auch jetzt mal nicht ein Blockbuster mit Aliens und Superhelden. Natürlich ist es schon auch ein Blockbuster mit so zwei Stars, aber irgendwie, ja, da kannst du mal auch mal mit der Frau reingehen, irgendwie, die da Bock drauf hat, weil die jetzt nicht auf Dinosaurier oder Raumschiffe oder sowas. Also ich weiß nicht, ich finde es geil. Ich freu mich jedes Mal, wenn ein Brad Pitt oder ein George Clooney-Film kommt, der nicht. Mhm. Ja, wisst, was ich meine. So einfach mal so eine kleine Actionkomödie. Ja. So. Davon gibt es viel zu wenig. Ich hoffe, ich deute es nicht falsch. Einen gibt's noch und dann machen wir Schluss. We stay light, we stay agile. The conductor's gonna come through, take your tickets. We tell him we're going to the bathroom. He gets to the bathroom retreat, he's gonna start heading towards the front. Also ich glaube, das ist Neurose pur, oder? Jesse Eisenberg in einer Jesse Eisenberg-Rolle. Geschrieben von ihm, glaube ich, auch, oder? Oben steht Regie. Was our country? They kicked us out because they thought we were cheap. Also macht er alles. Writer, Director. Okay. Weil ihn sonst keiner mehr einstellt Europa oder weil er das, sein eigenes Ding machen will. Die sind in Europa. Wo sind die? Gerade haben sie was von Polen gemurmelt. Ist Jesse Eisenberg unten durch oder was? Naja, also diese Batman wie Superman-Nummer ist ja doch so ein bisschen irgendwie. Es ist kein Justin Long, aber auch nicht weit weg. Aber Kieran Culkin mag ich. Kieran Culkin ist super. Der ist cool. Ja gut, aber der hätte es ja jetzt nicht. Aber Jesse Eisenberg triggert mich irgendwie jedes Mal, wenn ich ihn sehe, weil der auch jedes Mal dieses in jedem Film die gleiche Art. Ne? Das muss man mögen. Muss man oder halt auch nicht. Ja. Welchen Trailer mögt ihr? Welchen Trailer mögt ihr oder welchen mögt ihr nicht? In welchen Film wollt ihr gehen? Welcher hat euch richtig angesprochen? Lasst es uns gerne wissen. Schreibt es in die Kommentare. Und ansonsten schaut gerne beim Bundesliga-Kanal vorbei oder beim Telestandtisch oder halt bei Eddies Twitch-Kanal und so weiter und so fort. Netflix, heißt er immer noch so? Nein. Nicht mehr? Gab's auch ehrlich gesagt nie. Sondern? Ich weiß nicht, was du meinst. Das Logo und so weiter, hast du das nicht mehr benutzt? Ne? Okay. Dann. Erklär doch nicht auf, wie es dann heißt. Ich weiß ja nicht, was er meint. Dein Twitch. Netflix. Ja, dein Twitch-Kanal oder irgendwie. War das nicht? Ein Twitch-Kanal. Oder YouTube-Kanal. Ede Live. Nee, aber da gab es noch irgendwas. Irgendwas gab es mit Netflix. Das ist, dass ich irgendwann mal eine Watchparty gemacht habe und die so genannt habe. Das war bei Audioflick. Geht auf Audioflick. Gibt's immer noch. Genau, geht auf Audioflick. Gibt's immer noch. Und ansonsten, schöne Woche. Macht's gut. Tschüss.